Blaue Likörperlen zum Sekt oder Panna Cotta Creme in Gelierform. Auf dem gestrigen Treffen des Ideen- und Innovationsnetzwerkes für die Bremer Wirtschaft I2B gab es für die Gäste außergewöhnliche kulinarische Kreationen. Die Biotechnologiebranche in Bremerhaven lud ein, sich, ihre Forschung und Produkte kennenzulernen. Ein Trend der sogenannten Life Science Industrie ist die molekulare Küche. Oh, molekulare Küche ist eigentlich das Spielen mit Texturen, meiner Meinung nach. Molekulare Küche ist aber auch letztendlich, wenn Sie ein Ei kochen beispielsweise, verändert sich die Textur auch. Es wird von flüssig, denaturieren die Proteine und das Ei wird fest. Das heißt, die molekulare Gastronomie präsentiert Altbekanntes in neuen Formen. Standort innovativer Prozesse ist das Biotechnologiezentrum BioNord. Hier nutzen zurzeit 6 Unternehmen die dortige Infrastruktur in Nähe des Schaufenster Fischereihafen. Um das Image der Stadt in Sachen Lebensmitteltechnologie überregional aufzuwerten, investiert die BIS in solche zukunftsträchtige Projekte. Wir greifen eigentlich alle Megatrends auf in Bremerhaven. Demografische Entwicklung, Globalisierung und Klimawandel. Beispiel demografische Entwicklung, sehen wir wieder Lebensmittelwirtschaft. Die Menschen ernähren sich anders, sie werden älter, sie haben andere Ernährungsgewohnheiten. Das Geschmacksempfinden verändert sich. Da entwickeln die Unternehmen hier am Standort angepasste Produkte. Wie zum Beispiel DNA-Analysen für Lebensmittel in der Industrie. Das Unternehmen Impetus Bioscience befindet sich seit 2003 im BioNord-Zentrum. Wir haben hier sehr gute Infrastrukturmöglichkeiten, wir haben hier Kooperationspartner und wir haben hier ein Labor und zum Teil auch eben letztendlich eine gute Betreuung vom Standort selber. Das ist für uns am Anfang sehr, sehr wichtig gewesen und es ist auch so geblieben. Der Hintgucker des Abends, die molekularen Häppchen, erinnerte ein wenig an Chemiegrundkurs, der wohl doch fälschlicherweise zu früh abgewählt wurde. So, jetzt habe ich hier die Colorzone-Lösung bereits vorbereitet. Dann haben wir hier einmal den Likör, das ist jetzt ein Blue Curaçao. Den haben wir auch in den Geschmacksrichtungen Coffee und Berry. Den habe ich jetzt der Einfachheit halber in so ein kleines Glas umgefüllt. Dann nehme ich den mit der Pipette auf und tropfe den ganz einfach, ohne Probleme, in die Colorzone-Lösung. Es entstehen die kleinen Perlchen aufgrund der Reaktion zwischen dem natürlichen Geliermittel und den Calcium-Ionen aus dem Colorzone-Bad. Die Bremerhavener Firma Biosum entwickelt und stellt Produkte für die molekulare Gastronomie und für den privaten Gebrauch wie Cocktails für Partys her. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die molekulare Gastronomie einfach ein Bereich wird, den man in die normale Gastronomie, möchte ich mal sagen, vielleicht mit einbeziehen kann, indem man beispielsweise keine normale Soße mehr macht zu einem Steak, sondern vielleicht mal einen Pfefferschaum. Das gab es für die Gäste von I2B nicht, aber dafür die Erkenntnis, dass Bremerhaven in Sachen Lebensmittel mehr zu bieten hat als nur Fisch.